Servus, ein herzliches Grüß Gott und Hallo zusammen. Heute sind wir in der Leitenberger Werkstatt. Wir zeigen euch heute die universell einsetzbaren Dichtigkeitsprüfgeräte für Klimaanlagen von Leitenberger. Herzlich willkommen auf dem Leitenberger Kanal. Mein Name ist Martin Lohmüller. Ich bin Vertriebsleiter Fachhandel Deutschland bei der Autotestgeräte Leitenberger GmbH. Unsere universell einsetzbaren Dichtigkeitsprüfgeräte sind ein Muss für jede Werkstatt, die sich mit Klimaanlagenservice beschäftigt. Mein heutiger Gast ist Michael Zahn, unser Produktmanager. Er zeigt uns heute, wie dieses Dichtigkeitsprüfgerät für Klimaanlagen eingesetzt wird. Hallo Michael! Hallo Martin! Heute werden wir das SLD01 an die Klimaanlage unseres Fahrzeugs anschließen. Ich bin sehr gespannt. Warum ist dieses Thema so wichtig? Naja, eine undichte Klimaanlage zu befüllen macht wenig Sinn. Zum einen tut es der Umwelt nicht gut und zum anderen wird der Kunde natürlich nicht begeistert sein, wenn er nach kürzester Zeit wieder in die Werkstatt kommen muss, weil die Klimaanlage nicht funktioniert. Das klingt einleuchtend. Michael, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, wie man einen Großteil der Undichtigkeiten mit unserem KLDS 05 und ELS 04 finden kann. Heute schauen wir uns die Lecksuche an kniffligen Undichtigkeiten mit unserem SLD 01 an. Du hattest im letzten Video dieses Thema bereits angekündigt. Genau so sieht's aus. Diese fiesen letzten 20-30% der Undichtigkeiten sind oft sehr schwierig zu finden. Und da geht ein Haufen Zeit drauf in der Werkstatt, die aber niemand bezahlen möchte. Und unser SLD 01 bietet daher die Möglichkeit, auch sehr kleine oder schwierig zu definierende Leckagen trotzdem aufzuspüren. Außerdem kann ich mit unserem SLD 01 die Dichtigkeit einer Klimaanlage sogar dokumentieren. Ich kann mir also einen Ausdruck erstellen zur Dokumentation für den Kunden. Und die Suche nach Undichtigkeiten mit unserem KLDS 05 haben wir in unserem letzten Video ja besprochen. Das SLD 01 ist bestens geeignet, um das KLDS 05 zu ergänzen. Und ganz zufällig passt das Gerät sogar in die Halterung. Los geht's! Was passiert als nächstes? Martin, ich habe dir was vorbereitet, damit die Funktionsweise und das Arbeitsprinzip unseres SLDs verständlicher wird. Wir haben hier den Verdichter, den Gaskühler, das Expansionselement und über den Verdampfer geht es wieder zurück zum Verdichter. Hier sehen wir einmal die Unterteilung zwischen Nieder- und Hochdruck. Und hier sehen wir, in welchen Bereichen das Kältemittel gasförmig und in welchen Bereichen flüssiges Kältemittel vorkommt. Und das Verständnis dieser Physikgrundlagen erklärt fast automatisch die Vorteile unseres SLD 01. Michael, erklär doch bitte unseren Zuschauern die wichtigsten Unterschiede zwischen KLDS 05 und SLD 01. Ein guter Punkt. Ich sehe, du denkst mit. Sehr gut. Also, bei unserem KLDS 05 leiten wir gleichzeitig das Prüfgas in die Nieder- und in die Hochdruckseite ein. Als Messgerät zur Aussage, Klimaanlage dicht oder undicht, haben wir eine Präzisionsanzeige und das reicht eigentlich für 70-80% der Fälle aus, um die Lecks in den Klimaanlagen zu finden. Mit unserem SLD 01 können wir wahlweise das Prüfgas nur in den Niederdruckbereich einleiten oder nur in den Hochdruckbereich oder in Nieder- und Hochdruckbereich gleichzeitig. Und das Highlight dabei ist, dass beide Prüfkreise, also Hochdruck und Niederdruck, jeweils eine eigene, genaue, digitale Druckmesstechnik spendiert bekommen haben. Das heißt, der Trick dabei ist, wir verdoppeln unsere Chancen, die Undichtigkeit zu finden. Langsam. Warum verdoppeln sich unsere Chancen, mit unserem SLD das Leck zu finden? Dadurch, dass sowohl Niederdruck und Hochdruck jeweils über eine eigene Druckmesstechnik verfügen, teilen wir für die Leckprüfung unseren Kältekreislauf in zwei Teile ein, Niederdruckbereich und Hochdruckbereich. Grundsätzlich gleicht sich Druck innerhalb kurzer Zeit bei einer ruhenden Kälteanlage im Niederdruck und im Hochdruck an. Das heißt, in der gesamten Kälteanlage herrscht der absolut identische Druck und das passiert relativ rasch. Da wir mit unserem SLD 01 im Niederdruck und den Hochdruck getrennt messen, und unsere Messtechnik sehr schnell ist, können wir sehen, in welchem Teil der Anlage der Druck als erstes abfällt. Und genau in diesem Bereich ist dann das Leck. Das hast du sehr schön erklärt, danke. Aber jetzt lass uns loslegen. Geht klar. Ich habe einen Druckbehälter für Firmiergas bereits am KLDS montiert. Und du darfst unser SLD mit der Klimaanlage im Fahrzeug verbinden. Und wenn du Hilfe brauchst, bin ich hier. Du wirst sehen, das geht ganz schnell. Okay, dann bin ich jetzt der Anwender. Wir schauen erstmal am Fahrzeug, mit welchem Kältemittel es befüllt ist und welche Anschlüsse verwendet werden müssen. Wir brauchen die Anschlüsse für R134A.
Diese schließen wir jetzt an die Klimaanlage an. Über die beiden getrennten Einlassventile des SLD01 leiten wir nun das Formiergas in den Hoch- und Niederdruckbereich der Klimaanlage des Fahrzeugs ein. Wir sehen jetzt, wie der Druck in der Klimaanlage steigt. Michael, mit welchem Prüfdruck arbeiten wir? Für Anlagen, die R134A und R123 für YF als Füllungen bekommen haben, gilt ein Prüfdruck von 12 bar. Noch wichtiger aber, wie immer, die Herstellervorgaben beachten. So, wir haben im Niederdruck- und im Hochdruckbereich den Prüfdruck von 12 bar erreicht. Ich schließe jetzt beide Absperrventile. Das heißt, wir schließen das Prüfgas in die Klimaanlage ein. Wie lange muss ich den Prüfdruck stehen lassen, bis ich eine Aussage treffen kann? Naja, also mit unserem SLD01 haben wir eine sehr hohe Auflösung der Druckanzeige. Das heißt, ich kann auch sehr rasch erkennen, auf welcher Seite der Druck am schnellsten abfällt. Dort kann ich mich schon auf die Fehlersuche begeben, während die Messung noch läuft. Und ein weiterer Pluspunkt unseres Gerätes ist die Speicherung und der Ausdruck der Messwerte. Das heißt, ich kann, aber muss mich nicht daneben stellen. Ich kann also 10 oder 20 Minuten was anderes machen und komme dann zurück und schaue mir das Prüfprotokoll an. Das heißt, im Vergleich zur Dichtigkeitsprüfung mit unserem KLDS05 geht die Prüfung mit unserem SLD01 deutlich schneller. Genau so ist es. Unsere Prüfmethode ist mit Abstand die schnellste Werkstattdichtigkeitsprüfung für Klimaanlagen am Markt. Aber jetzt Butter bei die Fische, los geht es! Jawohl, und du zeigst uns, wie es geht. Da wir schon Formiergas eingeleitet haben, kannst du dich auf die Fehlersuche mit unserem Lecksuchgerät ELS04 begeben. Wir schnüffeln jetzt die kritischen Stellen einer Klimaanlage ab. Das ELS04 verfügt über eine optische Anzeige und gibt ein akustisches Signal ab. Michael, die Undichtigkeit befindet sich im Hochdruckbereich. Der Prüfdruck fällt im Hochdruckbereich rascher ab als im Niederdruckbereich. Ah, ich glaube, wir haben das Leck gefunden. Ja, das sieht gut aus. Und du hast gesehen, in was für einer kurzen Zeit das jetzt geklappt hat. Letztes Mal hattest du noch Sorgen von wegen, wir beißen uns die Zähne daran aus und so. Ha, nun hast du mich in der Tat überrascht, was ja nicht so häufig passiert. Aber ich versuche es immer wieder. Noch eine letzte Frage. Kann ich dieses tolle Messgerät auch für andere Systeme verwenden? Solange es trockene Systeme sind, ist das kein Problem. Aber Leitenberger hat eigentlich für alle Automotive-Anwendungen und für jedes Budget die passenden Prüfgeräte. Michael, besten Dank für deine sehr interessante Vorführung. Jederzeit wieder, gerne. Und was wichtig ist noch, alle diese Geräte wurden von uns in Deutschland entwickelt und gefertigt. Alles nach den aktuell geltenden Sicherheitsvorschriften und mit Prüfsiegel Made in Germany. Freunde, das war's für heute. Mal wieder tolle Messgeräte aus dem Hause Leitenberger. Sie können uns gerne jederzeit virtuell auf unserer Homepage besuchen. Das Leitenberger Team und ich wünschen euch eine gute und erfolgreiche Arbeitswoche. Und wie immer, auch beim Service von Klimaanlagen stets einen hohen Wirkungsgrad anstreben. Macht's gut und bis bald, wenn es wieder heißt, Neues von Leitenberger. Servus! Ciao!